Radio 1. Kinoking kompakt. Hallo und herzlich willkommen zu den drei Radio 1 Filmen dieser Woche. Diesmal sind es drei Filme von Frauen und zwei von ihnen sind Debütantinnen, sowie auch die Schöpferin des ersten Films, die fast perfekte Welt der Pauline. Sind Sie neu in Omis Verein? Ich bin Animateurin. Ja, du, hast du einen Freund? Nein. Warum hast du keinen Freund? Sie ist die Yehudi Minuin der Bananen. Also der Verein soll rechts hinter der Apfelplantage liegen. Hier ist keine Plantage! Monsieur, wissen Sie wo? Monsieur! Die Feuerwehrleute waren schnell vor Ort und haben Fabrice Lunel sofort in die Notaufnahme gebracht. Er ist noch am Leben. Die erfolglose Musikerin Pauline schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durch. Sie spielt zum Beispiel auf sehr stressigen Kindergeburtstagen und leidet ganz schrecklich dabei. Sie hat überhaupt ziemlich viel Pech in ihrem Leben und glaubt, am Unfall eines ihr völlig unbekannten Mannes schuldig zu sein, der seither im Koma liegt. Sie geht immer wieder hin, besucht ihn und taucht immer tiefer in sein Leben ein, so sehr, dass dieses fremde Leben plötzlich ihr eigenes wird. Diese Komödie von Marie Bellhomme, eben ein Debüt, hat sehr viel Witz, sehr viel Charme und vor allem sehr viel Menschlichkeit. Manchmal gleitet sie gerade zum Ende hin so etwas ins Klamottenhafte ab, was nicht nötig gewesen wäre. Aber zum Glück tröstet uns die wunderbare Hauptdarstellerin darüber hinweg. Sie kann wirklich alles spielen, vor allem eben sehr schöne Komödien. Denken Sie an den Film Die anonymen Romantiker. Auch da war Isabelle Carré zu sehen und machte eine sehr gute Figur, so wie auch in dieser schönen Komödie, die von uns drei Filmrollen bekommt. Deine Augen sind wie Piraten, die übers Meer schauen. Du nimmst das ja voll ernst. Ich hab gedacht, wir machen die Jungs ein bisschen heiß. Wir haben 15 Zimmer und im Moment 27 Patienten. Die meisten bleiben über mehrere Jahre. Aber einige bleiben auch nur für kurze Zeit. Für eine Weile einen geregelten Therapiealltag erleben, das reicht ja manchmal schon. So spüren Sie auch den Puls in Ihren Händen. Auch der zweite Film ist ein Debüt, der Film von Leonie Krippendorf, Looping. Sie führt hier sehr geschickt drei Frauengeschichten zusammen. Das sind Frauen mit ganz unterschiedlichen Lebensaltern, unterschiedlichen Erfahrungen, aber alle leiden unter einer psychischen Störung. Und da genau werden diese drei Frauen auch zusammengeführt in einer psychiatrischen Anstalt am Meer. Alle Geschichten werden uns einzeln erzählt. Wir erfahren also sehr viel über diese ganz wunderbar gespielten Frauen. Jella Haase, Lana Cooper und Marie-Lou Sellem spielen die Hauptrolle mit großer Hingabe, mit großer Liebe zu ihren Figuren. Wir verstehen, was ihr Trauma ist, aber wir verstehen auch sehr schnell, was diese Frauen zusammenführt. Kurzerhand schieben sie nämlich einfach in ihrem Krankenzimmer die Betten zusammen und es entwickelt sich eine sehr romantische, aber auch sehr sinnliche Liebesgeschichte zwischen drei Frauen. Das hat man nicht alle Tage im Kino und schon gar nicht im deutschen Kino. Dieses sehr gelungene Debüt erhält von uns vier Filmrollen. Looping. Esto a lo mejor lo plantaron, dicen los romanos, porque este árbol tiene al menos 2000 años. ¿Qué piensas? Pues pienso en que no pienso vender. Y ese árbol es mi vida. Y vosotros queréis quitarme mi vida. ¡Ya, ya! ¡Niña, para! ¿Y dónde dice que está el árbol? El árbol está en Düsseldorf. ¿A Düsseldorf? Lo único que necesitamos es un camión con grúa y dos conductores voluntarios. ¿Pero qué dices? Que no. ¿Eso es muy caro? Escúchame, si me tengo que ir a Düsseldorf andando y arrastrar el olivo de vuelta, lo haré. Unser dritter Film ist kein Debüt. Er stammt von einer in Spanien sehr bekannten Schauspielerin und Regisseurin, Isia Bollaín, El Olivo, der Olivenbaum. Erzählt eben von einem Gewächs, das 2000 Jahre alt ist, ein riesiger Baum, verkrustet, geradezu unheimlich, mit Höhlen, mit eigenen Räumen, mit knorrigen Ästen. Er ist so eindrucksvoll wie ein großartiges Kunstwerk und eines Tages steht er da nicht mehr. Der Großvater, der diesen Baum so sehr liebt,
Geliebte verstummt von dieser Minute an und seine Enkelin, gespielt von der jungen, hinreißenden Anna Castillo, versucht, ihn zurückzuerobern. Inzwischen ist der Baum nämlich verkauft worden und ziert jetzt eine Bankzentrale in Düsseldorf. Gemeinsam mit ihren Freunden also zieht sie los, um diesen Baum zurückzuholen und den Großvater wieder glücklich zu machen. Das hat etwas von Don Quixote, ist sehr liebenswert. Manchmal ist dieser Film, der etwas mehr Märchenhaftes hat, vielleicht etwas naiv geraten, aber andererseits macht das gerade seinen Charme aus. Und auch wenn es eben ein märchenhafter Film ist, er basiert auf Tatsachen, denn viele uralte Olivenbäume sind inzwischen in der Wirtschaftskrise aus Spanien herausgeholt worden, sind verkauft worden und man überlegt jetzt sogar, ob man diese Bäume nicht zu nationalen Denkmälern erklärt, um sie eben im Lande zu behalten. Dieser märchenhafte Film El Olivo bekommt von uns 3 Filmrollen und das war's für heute. Radio 1 Kino King, kompakt.